Das Land, in dem Lukas, der Lokomotivführer, lebt, heißt Lummerland und ist nur sehr klein. Man muss sich vorsehen, die Landesgrenzen nicht zu überschreiten, weil man dann sofort nasse Füße bekommt. Das Land ist nämlich eine Insel mitten im weiten, endlosen Ozean. Warum die Insel Lummerland heißt und nicht irgendwie anders, weiß kein Mensch. Aber sicherlich wird das eines Tages erforscht werden. Die Bewohner der Insel sind, außer Lukas, erstens ein Mann namens Herr Ärmel. Er wohnt in einem ganz gewöhnlichen Haus und hat keinen bestimmten Beruf. Er geht nur spazieren und ist eben da. Ein Hobby hat er. Er fotografiert leidenschaftlich gerne. Vorige Woche hat er sich eine neue Kamera gekauft und die probiert er gerade aus. Oh, ihr wollt gewiss ein Foto von euch haben. Einen kleinen Augenblick. So. Jetzt lachen. Netter lachen. Noch netter. So. Jetzt. So. Und nun zum zweiten Bewohner von Lummerland. Es ist eine Bewohnerin. Sie heißt Frau Waas und hat in ihrem kleinen Häuschen einen kleinen Laden, in dem es alles Mögliche zu kaufen gibt. Kaugummi, Zeitungen, Schuhbänder, Spinat, Alleskleber, Lederhosen, kurz alles. Da sie aber wenig Kundschaft hat, bleibt ihr viel Zeit zum Schlafen. Ja? Was? 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 Ja, Frau Was. Ja, hallo, hallo. Hallo, wie geht's denn? Danke schön, Herr König. Gut. Ja, das freut mich zu hören, ja. Sagen Sie mal, liebe Frau Was, sind schon frische Lakritzenbonbons eingetroffen? Nein, Herr König, das Postschiff war noch nicht da. So, war noch nicht da. Dann rufe ich später nochmal an. Tschüss. Tschüss, Herr König. Das ist seine Majestät, der König Alfons, der 11:45. Er ist nämlich um 11:45 geboren. Da der König nur 3 Untertanen regieren muss, hat er viel, viel Zeit. Und darum telefoniert er Stunden, ja manchmal sogar tagelang mit allen möglichen Leuten, die er gar nicht kennt. Aber das macht gar nichts, meint der König. Die Leute kennen ihn ja schließlich auch nicht. Die Lokomotive der königlichen Lummerlandbahn heißt Emma. Lukas, der Lokomotivführer, bedient sie zu ihrer vollen Zufriedenheit. Auch Lukas ist sehr zufrieden mit Emma. Lukas ist ein seelenguter Mensch, solange er nicht gereizt wird. Aber wenn, dann wachsen seine Kräfte und er biegt ganze Eisenbahnschienen zu Schleifen. Und wenn er ein Gläschen zu viel getrunken hat, und das kommt aber nur einmal im Jahr vor, an seinem Geburtstag, dann sieht er Lummerland so. Aber heute ist kein Geburtstag und darum sieht Lukas alles klar. Hier Lummerland Hauptbahnhof. Hier Lummerland Hauptbahnhof. Hier Lummerland Hauptbahnhof. Und hier sehen wir nun Emma, ganz groß. So schaut sie von links aus. Und so von rechts. So von vorne. So von hinten. Und so von unten. So, Emma, Feierabend. Lukas! Hey, Lukas! Ruft da wer? Hey, Lukas! Aha, das Postschiff. Ja! Was ist denn? Und hier eine gewisse Frau Malzahn oder so ähnlich? Malzahn! Ich verstehe immer Malzahn. Ja, ist richtig. Malzahn! Also mein lieber Briefträger,
Seit Jahren bringen Sie uns nun die Post. Sie kennen mich und die anderen genau. Und jetzt fragen Sie plötzlich, ob hier eine Frau Mahlzahn oder so ähnlich wohnt. Ich habe nämlich ein Paket für Sie. Für mich? Nein, für Frau Mahlzahn. Ach, die soll hier wohnen? Ja, lesen Sie doch bitte die Adresse. Moment, Chef. Guten Tag zusammen. Sind das die Lakritzenbonbons, Herr Briefträger? Nein, das sind keine Lakritzenbonbons. Das ist ein Paket, Frau Mahlzahn. Ich heiße doch Frau was? Ja, also die Sache ist die... Guten Tag zusammen. Sind das die 16 mm Umkehrfarbfilme, die ich bestellt habe, Herr Postrat? Nein, das ist ein Paket für Frau Mahlzahn. Sehr interessant. Ja, also die Sache ist die... Guten Tag zusammen. Guten Tag, Herr König. Haben Sie mir das neue Fernsprechbuch von Nordgrönland mitgebracht, Herr Briefträger? Nein, Herr König, das ist ein Paket für Frau Mahlzahn. Wer ist das? Soll hier wohnen. Nanu. Bitte, Majestät, bitte lesen Majestät am besten selbst. An Frau Mahlzahn in Summerland. Alte Straße 133, dritte Etage links. Eine kuriose Adresse. Als Absender steht da eine große 13. Das ist meine Glückszahl. Das ist jetzt aber wirklich Nebensache, Herr Ärmel. Summerland heißt wahrscheinlich Lummerland. Überhaupt hat der ja eine tolle Klaue, der das geschrieben hat. Freunde? Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Jemand von uns muss Frau Mahlzahn oder so ähnlich sein. Ja, aber es gibt doch auf unserer ganzen Insel keine dritte Etage. Das ist allerdings richtig. Und eine alte Straße haben wir auch nicht. Auch das ist leider richtig. Und eine Nummer 133 haben wir schon gar nicht. Ich müsste das doch wissen, denn schließlich komme ich ja ziemlich viel auf der Insel herum. Eigenartig, eigenartig. Es könnte ja auch einfach ein Irrtum sein. Vielleicht ist es ein Irrtum, vielleicht ist es aber auch kein Irrtum. Wenn es kein Irrtum ist, dann habe ich ja noch einen Untertan, von dem ich gar nichts weiß, nicht mal die Telefonnummer. Das ist sehr, sehr aufregend. Entschuldigt mich, Freunde, ich muss zum Telefon. Und wir fahren mit Emma durch ganz Lummerland und rufen nach dieser Frau Mahlzahn. An mich denkt kein Mensch mehr. Und da wundern sich die Leute, wenn die Eilpost zu spät kommt. Na bitte, was kann man gegen höhere Gewalten machen? Geben Sie mir bitte die Nummer der Auskunft. Was? Selbst im Apparat. Schönchen. Ich brauche die Telefonnummer von Frau Mahlzahn. Wohnhaft möglicherweise auf Lummerland. Wie bitte? Mahlzahn. Mahlzahn. Frau Mahlzahn! Hier ist ein Paket für Sie! Hallo! Na, jetzt dauert's aber sogar mir zu lang. Ich lasse das Paket hier und schaue auf meiner Rückfahrt wieder vorbei. Also, Fehlanzeige. Schade. Ich hätte gerne ein Foto von dieser Unbekannten gemacht. Na nun, die Eilpost ist weg. Aber das Paket ist noch da. Es wird doch sicher nicht irgendetwas Gefährliches drin sein. Was tun? Geliebt!
Volk. Ich habe leider keine Telefonnummer rausgekriegt, aber ich habe inzwischen nachgedacht und herausgekriegt, dass Frau Malzahn oder so ähnlich eine Frau ist oder so ähnlich. Die einzige Frau auf Lummerland aber ist Frau Waas. Also ist das Paket vielleicht für Sie. Jedenfalls gebe ich Ihnen, sehr verehrte Frau Waas, die königliche Erlaubnis, das Paket zu öffnen. Dann werden wir ja wohl klar sehen. Frau Waas, tun Sie was. Wahrscheinlich sind es doch die Lakritzenbonbons. Oh! Schwarz ist es zwar, aber Lakritze ist es nicht. Wir haben uns vermehrt. Nein, ist das ein süßes kleines Baby. Der Hautfarbe nachzuschließen, ist es vermutlich kein weißes Kind. Also, so eine Gemeinheit ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen. So ein kleines Kerlchen in einen Karton zu packen. Na, wenn ich den Burschen, der das gemacht hat, erwische, der bekommt von mir eine Tracht Prügel, an die er sich sein Lebtag lang erinnern wird. So wahr ich Lukas, der Lokomotivführer bin. Oh, komm doch, mein süßes Kleines, nicht weinen. Das ist doch der Onkel Lukas und der meint es ja nur gut mit dir. Liebe Untertanen, ich bin der Meinung, die Frau Waas soll diesen jenen neuen Untertanen aufnehmen und Mutterstelle vertreten. Sehr richtig. Ja. Oh, bin ich glücklich. Das soll mein sein. Ja. Oh, wo ich doch so gerne schneidere. Und nun soll mein Herzchen Höschen und Röckchen bekommen. Und dass es schwarz ist, das finde ich besonders nett, weil das doch zu rosa Stoff so hübsch aussieht. Und rosa ist doch nun mal meine Lieblingsfarbe. Wie soll es denn heißen? Das Kind muss doch einen Namen haben. Ja. Ich würde sagen, Jim soll es heißen, denn es sieht genauso aus und wird ein Junge werden. Hallo, Jim. Hallo, Lukas! Was ist mit dem Paket? Na, dann ist ja alles gut. Auf Wiedersehen! Wiedersehen! So, und jetzt das Familienfoto. Achtung, nicht wackeln. Ich knipse mit dem Selbstauslöser. So, jetzt. So also begann es. Der kleine Jim wurde ein Lummerländer und wuchs heran. Er wurde von Tag zu Tag größer und Herr Ärmel machte viele Fotoaufnahmen von ihm. Mit 4 Jahren durfte Jim schon telefonieren und der König erklärte ihn vor lauter Freude für volljährig. Mit 6 Jahren stand Jim im Laden von Frau Waas und verkaufte, wenn jemand kam. Mit 8 Jahren bekam Jim von Herrn Ärmel einen Fotoapparat geschenkt. Mit 10 Jahren bekam Jim seinen Nachnamen und das ging so. Jim hatte immer ein Loch in der Hose und ausgerechnet immer an der gleichen Stelle. Schließlich fand Frau Waas die Lösung, indem sie einfach die Ränder des Lochs einsäumte und einen großen Knopf zum Zuknöpfen dran nähte. Jetzt konnte man das Loch, statt es zu reißen, einfach aufknöpfen, dann war es da. Und statt zu flicken, brauchte man es nur wieder zuzuknöpfen. Praktisch, nicht wahr? Das sollten alle Muttis machen. Ja. Also von diesem Tag an wurde Jim von allen Leuten auf der Insel nur noch Jim Knopf genannt. Mit 12 Jahren durfte Jim schon allein mit Emma fahren. Und bald konnte er es so geschickt wie Lukas, der Lokomotivführer. Als Jim 13 Jahre alt war, läutete eines Tages, oder vielmehr spätnachmittags, bei Lukas das Telefon. Hier Lummerland, Hauptbahnhof, Lokomotivführer Lukas, guten Tag, was gibt's? Hier ist König Alfons der Vierte vor Zwölfte. Wie geht's? Ach, ich meine, es ist dir egal, wie es geht. Ich brauche Ihre Hilfe, dringend. Jawohl, Majestät, jawohl. Ich komme in einer kleinen Minute. Wiedersehen, Majestät. Ach ja, das ist eine peinliche Sache.
Aber was soll ich machen? Ich muss es einfach tun. Auf welchen Stuhl setze ich mich jetzt am besten? Am besten dahin, wo ich dem Lukas nicht so direkt in die Augen schauen muss. Hier rein. Also, mein lieber Lukas. Nein, der Stuhl ist nichts. Also, lieber Lukas, nun hör mal zu. Na, ideal ist der Platz auch nicht. Ach, da ist er ja schon. Warum pressiert's denn dem so? So, da bin ich. Auch viel zu früh. Aber Sie haben doch gesagt... Ach, was ich alles sage. Aber ist schon recht. Bitte setz dich. Halt nicht auf den Stuhl. Auf den. So, ja. Wird heute ein schöner Abend, ja? Worum dreht es sich denn? Drehen. Drehen, das ist das richtige Wort. Otto, schick doch mal die Emma fort. Sie soll eine Runde drehen. Allein? Ja, sie kennt den Weg doch auswendig. Na schön. Emma, dreh doch eine Runde, ja? So, mein lieber Lukas. Also, ich habe lange nachgedacht. Aber endlich bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht anders geht. Wir müssen es tun, hast du verstanden? Mit Erlaubnis, kein Wort. Tja, also... Ach, du sitzt doch auf dem falschen Stuhl. Aha. Nichts, aha. Du verstehst wirklich gar nichts. Komm, wir tauschen mal, ja? Also, wir müssen es tun, Lukas. Was müssen wir tun, Majestät? Habe ich das nicht eben gesagt? Ich dachte, ich hätte es eben gesagt. Nein, Sie haben nur gesagt, dass wir etwas tun müssen. Also seltsam. Ich hätte wetten können... Der Stuhl ist genauso blöd wie der andere. Ich hätte wetten können, dass ich eben gesagt habe, wir müssten die Alte... Welche Alte? Ach, Emma soll noch eine Runde drehen. Emma, dreh noch eine Runde. Also... Also, wir müssen die alte Emma abschaffen. Was müssen wir, Emma? Abschaffen. Och, bleib um Himmels Willen sitzen, mach mich nicht nervös. Es muss natürlich nicht sofort sein, aber doch so bald als möglich. Ich weiß wohl, es ist für uns alle ein schwerer Entschluss, uns von Emma zu trennen. Aber wir müssen es tun. Niemals, Majestät. Und außerdem überhaupt. Wieso überhaupt? Also sieh mal. Lummerland ist ein ganz kleines Land. Für einen König, eine Lokomotive, einen Lokomotivführer und zwei Untertanen, da reicht es gerade. Aber wenn jetzt nun noch ein Untertan dazukommt... Das ist doch nur ein halber. Eines Tages ist es ein ganzer. Du hast ja gar keine Ahnung, wie die heutige Jugend wächst. Willst du, dass der Junge von Lummerland weggehen muss, sobald er groß geworden ist? Nein, das sehe ich schon ein. Aber von Emma kann ich mich auch nicht trennen. Was ist denn ein Lokomotivführer ohne eine Lokomotive? Das weiß ich doch nicht. Oh, bitte denk dir mal was aus, ja? Schlaf mal schön drüber nach. Geh jetzt, die Emma macht mich nervös. Na, also dann. Auf Wiedersehen, Herr König. Das war keine sehr lustige Unterhaltung. Ja, ich habe auch selten, so selten gelacht. Wiedersehen, Lukas. Meine gute alte Emma. Ich bin ja kein großer Redner, aber wir werden alle beide gehen. Ich kann mich doch von dir nicht trennen. Nein, 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 nein. Wir bleiben zusammen, wo es auch immer sein mag. Auf der Erde oder im Himmel, falls wir da überhaupt hinkommen. Bitte heul nicht. Das bricht mir das Herz. Es ist ja wegen Jim Knopf, verstehst du? Er wird bald ein ganzer Untertan sein und dann ist hier für einen von uns kein Platz mehr. Und weil ein Untertan für ein Land wichtiger ist als eine dicke alte Lokomotive, Entschuldigung,
hat der König entschieden, dass du weg musst. Aber wenn du weg musst, dann gehe ich mit, das ist doch klar. Was sollte ich denn ohne dich anfangen? Lukas! Hallo, Jim. Hallo, Lukas. Was machst du denn bei mir? Ich wollte dich was fragen. Ah, na schön. Ich komm mal rein zu dir. Da ist irgendwas passiert. Also, was gibt's, Jim? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du mit Emma eine Nachtfahrt machst? Ja, das... Auch das war eigentlich gar nicht vorgesehen. Was wollte denn der König von dir? Der Dings? Der König? Ach so, du hast uns gesehen. Mhm. So, so. Feine Nacht heute, was? Was wollte der König von dir? Ja, also, Jim, warum sollst du es nicht wissen? Du wirst es ja doch erfahren. Emma und ich, wir gehen weg. Für immer. Es muss sein. Warum? Och, wenn man es bei Licht betrachtet, dann hat der König gar nicht so Unrecht. Lummerland ist einfach zu klein für uns alle. Ist es wegen mir? Tja, du bist groß. Emma und ich, wir fahren noch heute Nacht. Ich fahr mit. Ach, Jim, das geht auf keinen Fall. Was würde Frau Waas dazu sagen? Sie würde nie Ja sagen. Sie würde heulen bei dem Gedanken, dass du fortgingst. Ich werde Frau Waas einen Brief schreiben, in dem ich ihr alles erzähle. Ach, Quatsch. Du kannst ja gar nicht schreiben. Du bist ja nicht zur Schule gegangen. Dann werde ich ihr einen Brief zeichnen. Das ist ja alles Quatsch. Emma soll weg, damit du in Zukunft Platz hast. Ich gehe weg, weil ich ohne Emma nicht leben kann. Jetzt willst du auch noch weggehen. Na, wozu gehen wir denn überhaupt bitte? Das ist ganz tiefsinnig blödsinnig. Jedenfalls fahre ich mit. Du wirst schon sehen, wie gut du mich gebrauchen kannst. Jedenfalls hat sich der König das nicht so vorgestellt. Und jedenfalls fahre ich mit. Wann geht's los? Um Mitternacht. In Ordnung. Jim Knopf. Du bist wirklich der feinste kleine Kerl, den ich in meinem Leben gesehen habe. Und du bist der feinste, größte Kerl. Also dann, bis bald. Bis bald. Na dann, Wiedersehen, liebes, gutes, schönes Lummerland. Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen, weiten Meer, mit zwei Tunnels und Gleisen und nem Eisenbahnverkehr. Ja, wie mag die Insel heißen? Was, das ist euch nicht bekannt? Ja, dann müsst ihr einmal reisen in das schöne Lummerland. Mit zwei Bergen und nem Fotoatelier. In dem letzten macht man Bilder auf den ersten Durier. Diese Breiten, diese Tiefen, diese Höhen sind bekannt. Ja, man spricht von den Motiven auf dem schönen Lummerland. Eine Insel mit zwei Bergen und nem Fernsprechtelefon. Wählt man nur die richtige Nummer, klappt auch die Verbindung schon. Hallo, hier ist falsch verbunden. Wollen Sie sich jetzt beschweren? Nein, warum? Das kann passieren. Also dann auf Wiederhören. Zwei Bergen und nem kleinen schmucken Haus. Darin wohnt der kleine Jim und die Frau Waas tat ein Tag aus. Hier ist immer große Freude, denn hier wohnt auch noch das Glück. Doch mein kleiner Jim kommt heute wieder mal sehr spät zurück. Jim! Jim!
ganz außer Atem. Schnauf! Schnauf fest! Siehst du, jetzt geht's wieder. So. Aber jetzt ist es Zeit, Jim. Höchste Zeit, dass du ins Bett kommst. Ich bin auch furchtbar müde. Gute Nacht. Schlaf gut. Danke gleichfalls. Noch 2 Stunden. Jetzt werde ich den Brief zeichnen. Ich bin mit Lukas und Emma weggefahren. Mach dir keinen Kummer. Sondern sei unbesorgt. Es küsst dich dein Jim. So. Ja? Ist was, Jim? Jim, was ist denn? Ich denke, du schläfst schon. Ja, ich. Was machst du denn da draußen, Mami? Ich traue dem Wetter nicht ganz. Es riecht nach Regen und drum will ich die Fensterläden zuschließen. Nein, bitte nicht. Aber Jim, warum denn nicht? Weil, es kommt bestimmt kein Regen. Ach du schläfst ja schon, Jim. Komm, leg dich ins Bett. Du lässt den Fensterladen auf, ja? Bist du krank, Jim? Aber wenn du willst, dann lasse ich ihn eben auf. Da bist du, Jim. Kann Emma denn schwimmen? Klar, die habe ich schon so präpariert. Na, was habe ich gesagt? Die gute alte Emma schwimmt wie ein feiner Segler. Prima. So, und jetzt müssen wir noch einen kleinen Sprung wagen. Auf, los geht's los. Fertig, Jim? Klar. Los!
Und so fahren sie also auf das weite, weite Meer hinaus. Thank you.